Hallo, ihr Bonbon-Automatenknacker und Bonbon-Automatenknackerinnen und damit herzlich willkommen zurück zu Siberia Teil 2. In einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Dimension, nämlich unten. Wir waren vorher oben und jetzt sind wir unten. Und unten ist eine ganz andere Welt mit ganz anderen Menschen, die so ganz anders sind als die Menschen oben, haben wir zumindest erfahren. Seltsames Gefährt. Stimmt. Es steht Kopf, ja? Nehmen wir mal Kontakt zu diesen anderen Menschen auf. Das geht gar nicht. Aber guck mal, er sagt auch nichts. Also scheinen wir nicht unerwünscht zu sein. Weiß ich nicht. Seltsames Gefährt. Oh, damit würde ich gern mal fahren. Ist bestimmt besser als jede Achterbahn. Gibt's hier noch was? Hey, du. Ich habe bloß den Schlüssel. Gut, dann eben nicht. Hier lief doch gerade noch so ein Typ rum. Typ, wo bist du? Hier ist das Mädchen, warte kurz. Ich will nochmal zurück. Mal gucken, ob ich hier hinten in dieses Haus rein. Die gleichen Steuerungsprobleme wie eh und je. Hallo. Okay, den kann ich gar nicht. Dem kann ich gar nicht reden. No, Allverwandt sagt nein. Dann stehen wir uns jetzt von Angesicht zu Angesicht. Na, haben die Bonbons geschmeckt? Und? Waren die Süßigkeiten lecker? So. Wie ging so? Ich habe mein ganzes Geld dafür verschwendet. Naja. Bist du ganz allein, Malka? Ich bin groß genug, um allein für mich zu sorgen. Brauchst nicht gleich beleidigt sein. Hab ja nur gefragt. Und außerdem bin ich nicht allein. Zirkus sorgt für mich, weil meine Mama tot ist. Oh nein, wer ist das? Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Hä? Hallo, Malka. Du? Ich habe doch gerade nach Zirkus gefragt, warum. Na egal, wir fragen mal alles durch, weil ich finde das jetzt irgendwie komisch gemacht. Ich finde das blöd, dass wir das jetzt mehrmals anklicken müssen, um auf eine Antwort zu kommen, weil ich höre mir ja eh alles an. Es ist ein bisschen umständlich. Ich verstehe. Nein, du bist bestimmt sehr reich und hast viele Freunde in Amerika. Wieso bist du hierher gekommen, Kate Walker? Nun. Weiß nicht. Ich bin weit von zu Hause weg und weiß nicht, wo ich hingehe. Wie idiotisch. Ja, aber hier gibt's viele, die nicht wissen, wo sie hingehen. Und sie sind alle Idioten. Was für ein kluges Kind. Wenn du es genau wissen willst, ich reise nach Sibirien. Zufrieden? Falls du je nach Amerika zurückfährst, musst du mich mitnehmen. Na, ob das passieren wird? Sag mal, ist Zirkus auch nett zu dir? Ja, sehr. Er ist mein Freund. Und lebt Zirkus schon lange hier im Dorf? Meine Mama und ich, als wir hierher kamen, da war es Zirkus, der sich um uns gekümmert hat. Das ist aber lange her. Na, oh, irgendwie sehr traurig. Weißt du jemanden, der mir zeigen kann, wie diese Kohlemaschine funktioniert? Nein, es ist eine alte, stinkende Maschine. Die hat echt eine coole Stimme für ein Kind, weil das kannst du echt versauen. Ich kenne so viele Spiele, wo du echt nicht hinhören kannst, wenn Kinder reden, weil das so furchtbar klingt. Aber bei ihr echt gut gelungen, muss ich schon sagen. Aber ich frage mich trotzdem, warum die feinen Leute von oben die Leute von unten nicht mal einladen oder so. Also, wenn die so traurige Geschichten haben. Naja, ich denke mal, vielleicht sorgen wir noch dafür. Irgendjemand weiß vielleicht, wie diese Maschine funktioniert, oder? Zirkus auf jeden Fall nicht. Der kommt ja gar nicht an den Knopf dran. Aber die Burghoff-Brüder wissen es bestimmt. Die wissen alles. Aber ich mag sie nicht. Die sind boshaft. Ist das der Name, der auf dem Süßigkeitenautomaten stand? Kennst du einen Ort, der Sibiria heißt?
Das ist ein Land aus der Märchenwelt. Es ist so weit weg, dass es vielleicht gar nicht existiert. Vielleicht. Ich habe gehört, es gebe dort Blaugrasfelder, so weit das Auge reicht. Und Mammuts. Mammuts. Gräser? Die sind grün. Oder gelb im Herbst. Blaue Gräser gibt's gar nicht. Das weißt du nicht. Das ist für mich nicht mehr weiter von Bedeutung, Malka. So jemanden wie dich habe ich noch nie getroffen. Naja, aber ich muss ehrlich sagen, also Kate, ne, also diese Melancholie, das ist jetzt für mich nicht mehr wichtig. Ich meine, ist es wahrscheinlich auch, aber wer sagt das denn so? Naja. Warum hast du gesagt, es gäbe hier böse Menschen? Die Burghoff-Brüder sind Lügner und Diebe. Und ich fürchte sie wie die Pest. Vor allem den Kleinen. Der läuft wie ein Pinguin. Man darf sich nicht über andere lustig machen, Malka. Der Dicke ist zwar nicht böse, aber er hat ein Spatzenhirn. Das hat sie vielleicht auch zu dem Mann oben gesagt, zu dem Colonel, und deswegen dürfen die nicht mehr hoch. Die Burghoff-Brüder können mir vielleicht trotzdem behilflich sein. Ja, sie sind schließlich genauso dreckig und stinkend wie die Maschine da. Von wem hast du das denn? Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Die Jugend von heute hätte ganz andere Worte für sowas. Da ist das doch noch ganz angenehm. Oder was? Ich frage erst mal da hinten, bevor ich da reingehe. Wir sollen also die Burghoff-Brüder finden. Hier ist so ein Dude. Oh, was war das denn? Kamerafahrt? Kamerafahrt? Oh, Kamerafahrt, wow. Haben sich aber an was rangetraut. Was ist denn mit dem? Dem kann ich auch nicht ansprechen, ne? Ich finde es aber schön, dass die hier rumlaufen. Also das gefällt mir echt gut. Hier ist Zirkus. Ich frage mich, ob sie damit das Zelt meint. Wir gucken mal rein. Klopf, klopf. Oh, Mensch. Was denn nun schon wieder? Halt's Maul, alte Töle. Sonst kriegst du das mit mir zu tun. Sind das die Burghoff-Brüder? Was ist denn jetzt schon wieder? Guten Tag. Guten Tag. Kruzifix. Ich hätte alles erwartet, nur nicht... Nur nicht was? Was kann ich für Sie tun, mein Fräulein? Ja, war zu erwarten. Mein Name ist Kate Walker. Bin vorhin hier angekommen. Ah, welch charmante Person. Sie kommen sicher von weit her. Gleich um die Ecke. Aus New York. Aus New York? So. Und Sie reisen allein, mein Fräulein? Natürlich, und ich bräuchte zwei starke Arme an meiner Seite. Nein. Zwei Freunde begleiten mich. Ich bin mit dem Zug angekommen. So. Hier steht doch überall Zirkus dran. Naja. Ich bin mit dem Zug angekommen und... Haben mein Bruder und ich gesehen. Tolles Gefährt. Wirklich. Das ist kein russisches Fabrikat, stimmt's? Schöner Zug. Sehr schöner Zug. Das ist der mit dem Spatzenhirn, was? Nein. Der Zug gehört einem meiner Freunde. Ihr Freund muss aber reich sein. Reich an Wissen. Nicht wirklich. Er hat diesen Zug bauen lassen, um nach sie... um sich eine Art Traum zu erfüllen. Einen Traum, sagen Sie? Interessant. Für welche Art Traum braucht man denn einen solchen Zug?
falls das nicht indiskret ist. Ist es. Tuff, 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 tuff. Geil. Für einen Kindheitstraum. Trauma. Was Sie nicht sagen, mein Fräulein. Hast du Kohlen? Die Kohlemaschine scheint defekt zu sein. Ah, gut möglich. Die ist häufig kaputt. Dann wissen Sie vielleicht, wie man sie repariert? Man braucht nur Benzin nachfüllen. Aus dem roten Kanister am Fuße der Maschine. Na, wenn der schon so lacht. Danke für die Auskunft. Nicht zu danken. Wo finde ich den Sprit? Direkt neben der Kohlemaschine. Da Sie mir nicht helfen zu scheinen wollen. So ist es, mein Fräulein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Da Sie mir nicht helfen zu scheinen wollen? Was ist denn das für ein Satzbau? Stimmt das? Da Sie mir nicht zu helfen scheinen wollen? Naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Du, ich glaube, ich weiß, wo die Kohlen hin sind. Ich glaube, ich weiß, wo die Kohlen hin sind. Denn hier ist ja anscheinend ununterbrochen Strom am Laufen. Oder beziehungsweise irgendwas anderes, ein Heizer oder so. Oh, ich mag die Kamerafahrt. Das finde ich nice. Können wir sprechen? Nee. Wir können nicht. Oh, dafür ist es wirklich zu kalt. So wie ich angezogen bin, bleibe ich besser nicht so lange im Freien. Okay. Dieser Weg muss zum Kloster führen. Das ist viel zu weit. Vielleicht besichtige ich es auf dem Rückweg. Oh, sieht das cool aus. Ich will da hin. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich will gucken, was passiert, wenn sie erfriert. Was passiert, wenn du erfrierst? Das funktioniert nicht. Aha. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Vielleicht. Das funktioniert nicht. Ich weiß, wir sollten noch nicht hier sein, aber man kann ja mal ein bisschen gucken. Ich hätte jetzt, also anscheinend Dieser ist Weg ja doch... Dieser Weg muss zum Kloster führen. Okay. Dieser Weg muss zum Kloster führen. Alles klar, ich habe mich schon gefreut, dass es jetzt keine Alpha-Wand gibt, aber anscheinend... Ja, hier kommen wir noch nicht weiter. Und hier hinten? Ja, diesen Sprit, der angeblich daneben stehen soll, den will ich ehrlich gesagt nicht anfassen. Ich weiß nicht, was das ist und was der uns hier als Sprit verkaufen will. Wir können ja mal gucken, aber wer weiß, was das ist. Ich finde das cool, dass jetzt hier so viele Leute rumlaufen, mit denen man jetzt nicht unbedingt sprechen muss. Ja, und ihr werdet euch noch wundern. Ich bin nämlich nicht doof. Ich bin angehende Maschinenbauerin. Ich werde schon noch zeigen, wer hier zuletzt lacht. Aber erstmal muss ich diese Gaststätte finden. Wo war die denn? Oh, dieses Gasthaus, diese Bar. Ach da. Tag. Oha. Das ist ja cool. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Aus, als würde es mit Dampf betrieben werden. Ich klicke jetzt mal alles rum, damit ich nicht wieder übersehe, wenn ich irgendwas auswählen kann. Aber das ist komisch. Manchmal kann ich halt nichts auswählen, wie bei dem Automaten. Und manchmal dann doch wieder. Hallo. Der sieht ja lustig aus. Ist das Zirkus? Guten Tag. Guten Tag, verehrtes Fräulein. Willkommen im berühmten und glorreichen Kabarett Zirkus, aha, dem Ort aller Freuden und Künste. Was kann ich für Sie tun? Ich bin gerade in Ihrer netten kleinen Stadt angekommen. Ich heiße Walker, Kate Walker. Nun, Fräulein Walker,
Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wie nett. Er wird wohl nur von kurzer Dauer sein. Ich muss schon bald weiter. Romansburg. Sie wohnen in einer seltsamen Stadt, Herr Zirkus. Oh, die Leute sind hier nur auf der Durchreise. Leute, deren Gesellschaft nicht immer empfehlenswert ist. Sie kaufen und verkaufen, treiben Schwarzhandel und suchen Abwechslung. Nach unserer Stadt gibt es nichts mehr, Fräulein Walker. Das sagen alle. Glaube ich aber nicht. Herr Zirkus, die Pferde auf der Bühne kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte einen gelehrigen Affen. Er starb Anfang des Winters. Das Klima Sibiriens bekommt exotischen Tiere nicht. Kein Affe, keine Nummer. Ende der Vorstellung. Ich musste also diese alten Automaten wieder hervorholen. Früher hatten sie durchaus Erfolg. Warum also nicht auch heute? Ihre Einstellung erfordert Fingerspitzengefühl und dauert einige Stunden. Aber ich lade Sie ein, sich meine neue Pferdedressurnummer anzusehen. Sehr gern. Ihr Automat, Herr Zirkus, sieht ganz nach einer Erfindung eines sehr guten Freundes aus. Vielleicht eines gemeinsamen Freundes, Fräulein Walker? Wie heißt er? Franz Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Natürlich. Lang ist's her, seitdem ich zuletzt von ihm hörte. Wie geht es ihm? Gut. Hat ein bisschen Fieber. Ach, gut. Wir reisen zusammen. Oh, ich bitte Sie. Sagen Sie ihm, er möge vorbeischauen. Das würde mich sehr freuen. Und dann könnte er die nötigen Einstellungen an diesen Pferden vornehmen. Ich habe von Automaten absolut keine Ahnung. Ich richte es aus. Aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Wir haben es ziemlich eilig, Herr Zirkus. Das verstehen Sie doch, oder? Natürlich, Fräulein Walker. Aber sagen Sie, es würde mich sehr freuen. Herr Zirkus, sagen Sie mal, kommen hier viele Züge vorbei? Früher ja. Da fuhren auf dieser Strecke mehrere Züge. Aber jetzt ist sie fast völlig stillgelegt. Ihre Ankunft ist fast schon ein Ereignis, Fräulein Walker. Das wundert mich ja, wo doch da nach dieser Stadt nichts mehr kommen soll. Auf Wiedersehen, Herr Zirkus. Bis bald, Fräulein Walker. Ich hoffe, Sie bei der Vorstellung zu sehen. Aber Sichi. Das passt doch alles nicht so richtig zusammen hier, ne? Die einen sagen es so, die anderen sagen es so. Kann man hier nichts mitnehmen? Schade. Ich dachte, ich könnte hier ein bisschen was mitgehen lassen mal. Tja. Dann gehen wir wohl einfach als nächstes zu Hans zurück und fragen ihn mal, ob er einen alten Freund besuchen möchte. Oder vielleicht sie noch mal kurz. Hallo, Malka. Du? Ach nee, geht nicht. Ich will sehen, was ich... Tu, was du... Ich dachte, ich könnte die irgendwie... Oder die hätte eine Idee, wie ich diese Brüder überlisten könnte. Roter Kanister. Da steht überhaupt kein roter Kanister. Oder? Stand da ein roter Kanister? Das ist ja diese Kohlemaschine. Da hinten, aber da komme ich gar nicht hin. Seltsames Gefühl. Steht überhaupt kein roter Kanister. Wo sollte denn das bitte sein? Weil die Kohlemaschine ist ja da hinten, da komme ich ja überhaupt nicht hin. Guck mal, das Eichhörnchen ist immer noch da oben oder was auch immer das sein soll. Roter Kanister. Warte mal. Vielleicht hier irgendwo an der Ecke? Aber da komme ich wahrscheinlich auch nicht ran, ne? Ah, hier. So ein Pech. Der Kanister ist leer. Ich glaube, das ist kein Pech. Mal sehen, ob ich ihn irgendwo füllen kann. Na, am liebsten würde ich das, was die Brüder dort bei sich haben und betreiben mit Kraftstoff, leicht mopsen, ausleihen. Ein Benzingenerator. Ich muss Kraftstoff auftreiben.
Sehen wir uns das mal an. Oh, weia. Das klingt nicht gut. Kein Sprit mehr da. So ein Mist. Tja. Ich muss den irgendwie auffüllen. Verstehe. Kann ich noch hier hinten irgendwie? Nee. Okay, verstehe. Aber zumindest haben wir den Kanister gefunden. Wir kommen schon irgendwie daran. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwas mit den Brüdern machen muss. Wo ich mir auch vorstellen kann, die haben sich doch sehr interessiert für unseren Zug, ne? Ich hoffe nicht, dass die irgendwas Übles im Schilde führen. Dass wir am Ende gar keinen Zug mehr haben. Wir haben ihn ja auch schon aufgezogen, ne? Er wäre ja fahrbereit. Tja. Aber werden wir sehen. Und ich will unbedingt wissen, wer der Privatdetektiv ist und was er in dieser Geschichte noch für eine Rolle spielt. Das finde ich spannend. Huhu, ich bin's wieder. Hans? Ja, geht? Ja, geht. Sobald ich die Kohle besorgt habe, fahren wir weiter. Aber... Beeilen Sie sich, Kate. Aber da ist doch noch ein... Bis später. Ja. Hä? Hä? Hans? Ja, Kate. Sobald ich die... Beeilen Sie... Okay. Bis später. Ja. Das ist ja seltsam. Ich dachte... Wir könnten ihn fragen. Wegen Zirkus. Ist hier noch irgendwo Gibt's hier noch irgendwo Treibstoff? Und nun? Und nun? Wen könnte ich denn jetzt fragen? Entweder ich muss da nochmal runter. Ich habe vergessen, einfach irgendwas zu fragen. Aber ich dachte, wir haben alles gefragt. Ich dachte, wir haben alles gefragt. Warte mal kurz. Kann ich das eigentlich wieder rausnehmen? Ja. Colonel? Ich bin beschäftigt. Kanister. Der Generator ist leer. Er hat kein Benzin mehr. Kein Benzin? Das ist ja erstaunlich. Meines Wissens nach hat sich niemand des Kohleverteilers bedient. Aber des Benzins. Zum Glück habe ich einen Kanister. Wo kann ich ihn auffüllen? Da musst du auf den Wartungsdienst warten. Er kommt hin und wieder zum Auffüllen her. Das Lied kenne ich. Nächste Woche oder übernächste Woche oder noch später. Ist zu spät. Ich habe Ihren Schlüssel gefunden, Colonel. Oh, das ist nicht mein Schlüssel. Das ist Staatseigentum. Ich bin nur ein alter Soldat. Sie haben ihn bestimmt fallen gelassen. Ein Mädchen da unten hat ihn an sich genommen. Ja, das wird kein Kinderspiel sein, ihn dem Mädchen zu entlocken. Oh, sie wirkt ganz brav. Und sie mag bestimmt Geschenke. Na, dann läuft ja alles bestens. Okay, ich habe so das Gefühl, wir sind der Zeit voraus. Unten ein Generator, der den Kohleverteiler dort oben steuert. Wie fortschrittlich. Das ist nicht erstaunlicher als eine Aufziehlok, die Kohle benötigt, mein liebes Fräulein. Okay. Tja. In Ordnung. Naja, ich glaube, wir haben einfach ein paar Gespräche verpasst. Wahrscheinlich, wir sind ja, wie gesagt, schon weiter, als die sich hier unterhalten. Wir haben ja den Mädchen schon längst was gegeben, aber das sollten vielleicht auch nur ein paar Hinweise sein. Aber wie zur Hölle kriege ich den Hans jetzt darunter? Das ist ja doof. Wen könnte ich denn jetzt noch fragen? Ich könnte halt höchstens noch mal hier in diese Gastronomie Dings gehen. Zu Zirkus? Warte mal, vielleicht könnte ich auch. Man kann es ja mal probieren. Nee, funktioniert nicht. Kniffelig. Aber macht auch Spaß. Ich mag es, wenn es kniffelig ist.
Beziehungsweise es ist ja nicht knifflig, wir müssen wahrscheinlich einfach nur alles abgehen und kriegen schon, was wir wollen. So, dann sprechen wir nochmal mit dem Herrn. Herr Zirkus? Zu Diensten. Herr Zirkus, ich benötige dringendst Kohle, um meine Reise fortzusetzen. Aber der Generator des Kohleförderers hat kein Benzin mehr. Ah, tut mir leid, meine Liebe. Ich kann Ihnen über 1000 verschiedene Wodka-Sorten aus den entlegensten Ecken Russlands servieren. Doch wärmt dieser Wundertrank nur Herz und Glieder, aber keinen Motor. Auf Wiedersehen, Herr Zirkus. Bis bald, Fräulein Walker. Okay, auch nicht. Aber womit betreibt er denn dann seine Pferde mit Dampf? Wenn es kein Benzin ist, scheint er hier rar zu sein. Hier kannst du mir helfen. Hallo, Malka. Du? Malka, weißt du, wo es hier Benzin gibt? Nein. Aber ohne Benzin funktioniert die Kohlemaschine doch nicht. Was schert mich diese alte, stinkende Maschine? Stimmt. Ich werde sehen, was... Tu, was du verrätst. Ja. Verstehe. War ja auch irgendwie zu erwarten. Dann muss es ja irgendwas mit den Brüdern zu tun haben. Vielleicht hätte ich Hans... Nee, Hans habe ich ja gefragt. Den habe ich ja gefragt. Da hatten wir den Kanister schon. Wo kann ich denn hier... Oh, schön, hier ist gerade ein bisschen Schnee runtergefallen. Schönes Detail. Ich klingel nochmal. Guten Tag. Ah, Sie schon wieder? Ja, ich schon wieder. Ich nerve und nerve. Ich brauche Kohle für meinen Zug, aber die Kohlemaschine hat keinen Sprit mehr. Könnten Sie mir vielleicht etwas Benzin verkaufen? Ach, wir haben ja Geld. Oh, Sie reisen bereits ab. Leider, leider haben auch wir keinen einzigen Tropfen Benzin mehr. Natürlich. Ah, aber ich höre da hinten doch deutlich Motorengeräusche. Ah, das... Tja, das ist ein Elektromotor, mein Fräulein. Und all dieser Rauch ist wohl auch elektrisch. Ja. Was geht Sie das denn an? Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten und lassen Sie mich und meinen Bruder arbeiten. Genau. Sollen Igor und Ivan in Ruhe lassen. Aber ich brauche doch nur ein bisschen Benzin. Wir haben keins. Verstehen Sie? Kein Benzin. Nein. Kein Benzin. Kein Benzin. Ist der voll? Ja, wie überlisten wir die denn? Ich frage einfach nochmal. So, hören Sie doch bitte. Ich brauche unbedingt ein wenig Benzin und Sie allein scheinen hier welches zu haben. Ah, la 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 la. Das nenne ich dickköpfig. Ich sagte bereits, wir haben keins. Ja, das kennen wir alle schon. Hören Sie, ich möchte... Wir haben bereits genug Zeit verloren. Also hören Sie auf, uns zu belästigen. Sonst kommen wir noch auf komische Gedanken, mein Bruder und ich. Ich verstehe. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen am Ende noch was zustößt, mein Fräulein. Okay. Solange ich kein Benzin habe, kann ich keine Kohle bekommen und mein Zug kann nicht weiter. Genau so. Na und? Was können wir denn dafür? Ihr habt's ja geklaut. Da Sie mir nicht helfen zu scheinen wollen. Schwierig, die zwei. Schwierig. Aber Schmierlappen gibt's ja überall. Kann man hier vielleicht irgendwie rein? Ah, guck mal, jetzt ist der Typ weg. Hat hier was überklebt. Aber da ist doch noch der Hund, oder? Da war doch ein Hund. Kann sein, dass wir jetzt Ärger kriegen. Oh. Dürfen wir uns jetzt nicht erwischen lassen. Oh, guck mal, hier ist ja jemand drin. Oh nein. Hey, aber... Ah! Ist das ein Eisbär? Oh. Ist das ein kleiner Eisbär? Verdammtes Viech. Jetzt aber.
wenn ich dich erwische. Ich kann mich nicht... Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Ich hoffe, ich habe alle Zeit der Welt. Igitt! Dieses Gerät ist ja ekelerregend. Okay. Vor allen Dingen, was macht das? Hallo? Ich suche nur nach Benzin, ja? Mhm. Hier ist nix. Seltsam, warum kann ich da gucken? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht gleich wieder. Guck mal, hier ist das so ein Kanister. Ah, jetzt kann ich den nehmen. Wir tauschen den gegen den leeren. Und haben, was wir wollen. Was ist hier mit dem Tisch? Kann ich da irgendwas machen? Soll ich Geld da lassen? Dann wissen die aber, dass ich's war. Ich kann ja gar nichts anklicken hier. Nee, nichts. Schade. Nun gut, dann haben wir ja alles. Der ist jetzt auch weg. Können wir uns in Ruhe hier umgucken. Sehr schön. Die Tür ist verriegelt. Na, dann gehen wir halt dort raus, wo wir reingekommen sind. Wer lässt auch so ein riesengroßes Loch in seinem Zaun übrig? Das haben die doch bestimmt gesehen, ne? Dass wir hier drin waren. Können wir das wieder dranhängen? Nee. Okay, wir haben Benzin. Benzin. Easy going. Hätte ich vielleicht mal klingeln sollen? Jetzt, wo er gerade beschäftigt? Na, ist egal. Wahrscheinlich wäre eh nichts passiert, aber wäre cool, wenn doch. Es wäre cool gewesen, wenn doch. So. Benzin für die Apparatur. Und dann machen wir an das Ding. So. Der Generator funktioniert. Jetzt muss ich nur noch die Kohle hochfördern. Und das mache ich wie? Also so wie vorhin. Einfach das Dingens da hochklappen, runterklappen. Ja, ich probiere mal. Ich wüsste nicht, wie ich sonst jetzt hier anders herankommen könnte. Probieren das mal. Was ist das denn eigentlich für ein Hebel gewesen? Das funktioniert wohl nicht. Was war denn das? Sind das die Schienen? Oh, hi. Beschäftigt. Warum bringt er denn dann oben die Plakate für unten an? Also finde ich ja gut, ne? Das macht ein bisschen Werbung, aber wenn da keiner hingeht. So. Ah, jetzt funktioniert's sehr schön. Kate Walker! Kate Walker! Es ist furchtbar! Was denn? Beruhigen Sie sich. Was ist denn los? Herr Vorarlberg ist verschwunden. Oh. Was? Er war im Zug und jetzt ist er nicht mehr da. Machen Sie sich keine Sorgen, Oscar. Er kann nicht weit sein. Den finden wir schnell wieder. Um seine Gesundheit steht's nicht zum Besten. Und es ist sehr kalt. Ich weiß, Oscar. Aber keine Bange, ich mache mich sofort auf die Suche. Lass dir ruhig Zeit, Oscar. Ja, wo ist Herr Vorarlberg nur? Ich kann es mir zwar denken. Ich laufe auch schon mal in die Richtung. Können wir mit dem nochmal hier? Nee, tatsächlich nur an ihm vorbeilaufen. Also ich hoffe, dass Hans dort ist, wo ich ihn vermute. Oh, warte mal kurz. So, Entschuldigung, musste das Mikro nochmal neu richten. Ich denke nämlich, dass Hans hier drin ist. Denn da wir ihn nicht darauf hinweisen konnten, hat es vielleicht jemand anderes getan. Oh, oh.
Siberia. Oh nein. Die zwei Brüder waren auch da, habt ihr gesehen? Ich glaube, die haben noch was mit uns vor. Auch guck mal, wie süß sie auf Hans guckt. Ja, aber ich denke mal, Hans werden wir dann beim nächsten Mal befragen. Lassen wir ihn erstmal in Ruhe ein kleines Nickerchen machen und sich erholen von dem, was ihm anscheinend gerade heimgesucht hat. Die Erinnerung von damals, von dem wir ja schon gelesen haben. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Es ist Freitag, das heißt, Montag wird dann die nächste Folge kommen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und verbleibe mit meinen bekannten Worten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.